Hordak. How can you alone defeat He-Man? Because, Hordak, I am... Mod U-Lok! An evil horde, all by myself, with a thousand battling bodies! Mod U-Lok! Modulok! Now that you're all together, Modulok, I'm gonna take you apart! Modulok with 22 changeable parts, new from the evil horde and masters of the universe. Other figures each sold separately. From Mattel. Willkommen bei Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video. Hat mich wie immer sehr gefreut. Und heute geht es, wie in dem tollen Werbespot von Mattel zu sehen, um den Modulok aus der vierten Wave von 1985. Ein unheimliches Wesen in immer neuer Gestalt. Hier zu sehen in US-Box. Und selbstverständlich gab es zum Modulok auch wieder etliche Konzeptzeichnungen. Im Laufe der Zeit haben die Mattel-Designer immer wieder zentaurenartige Wesen mit 4 bis 6 Beinen und auch mehreren Armen konzipiert. Auf früheren Konzeptzeichnungen sieht Modulok noch insektenartiger aus. Eines der frühen Konzepte diente offensichtlich als Vorlage für das Minicomic, das bei Modulok beilag. Modulok hat hier zwei Scherenhände, die auch im Konzept von Ted Mayer zu einem Charakter namens Brainiac zu sehen sind, der ebenfalls 4 Arme hat. Eine spätere Version des Charakters hat dann sogar 4 Scherenhände und das Horde-Symbol ist nicht mehr vorhanden. Die Grundidee für sowohl Modulok als auch Multibot stammt von Roger Sweet und trägt den Arbeitstitel Modular Man. Da rührt auch der Name von Modulok, eine Wortmischung aus Modular und Lock. Seine Bauweise ist modular und seine Teile rasten ein. Das Cross-Sell-Art, das zugleich auf der Vorderseite der Box zu sehen ist, ist sehr nah am finalen Figurendesign dran. Es fehlen lediglich die menschlichen Arme. In einem Mattel-Händlerkatalog ist ein handbemalter Prototyp von Modulok zu sehen. Die lila Farbe unterscheidet sich von der der finalen Version. Die endgültige Version ist dann in einem weiteren Händlerkatalog abgebildet. Und hier ist Modulok in der US-Box zu sehen. Wie gesagt, aus der vierten Wave, in der die Horde als neue Fraktion eingeführt wurde. Wie die anderen Horde-Figuren auch, besteht Modulok komplett aus 9 Teilen. Wie immer mit dem großen Masters of the Universe Uni-Logo, das Horde-Symbol und der Untertitel Evil Beast of a Thousand Bodies, The Ultimate Transforming Creature. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Modulok aus 22 Körperteilen besteht. Auf der Box selbst ist eine tolle Charakterzeichnung abgebildet, die gleichzeitig das Cross-Sell-Art ist. Daneben ist Modulok in vielen Verwandlungsmöglichkeiten zu sehen und es wird darauf hingewiesen, dass über 1000 Monster kreiert werden können. Hier sind alle 22 Körperteile und die zusammensteckbare Maschinenpistole zu sehen. Im Gegensatz zu Multibot hat Modulok nur einen Torso. Er hat 6 Beine, 4 Arme und 2 Köpfe. Das Design erinnert an eine Kreuzung aus einem Marsmenschen und einer Ameise. Sieht super aus, wie ich finde, und hatte einen enormen Spielwert. Ich kann mich noch erinnern, dass wir als Kinder unzählige Monster gebaut haben. Wie gesagt, hat Modulok 2 Köpfe, wobei mir immer der mit den weißen Augen besser gefallen hat. Es sieht einfach super aus und so stelle ich mir ein furchteinflößendes Monster vor. Der Kopf mit den grünen Augen hat eher etwas Insektenartiges. Es ist ganz interessant, dass Modulok neben Multibot der einzige Horde-Charakter ohne Horde-Symbol ist. Es gab auch eine Anleitung, in der allerlei Verwandlungsmöglichkeiten abgebildet sind. Natürlich wollte Mattel möglichst viele Figuren verkaufen und hat dafür geworben, direkt mehrere Moduloks miteinander zu kombinieren und bizarre Wesen zu schaffen, wie den Tall Tower of Terror. Das Konzept wurde dann mit dem Release von Multibot weitergeführt und auf die Kombinationsmöglichkeiten der beiden hingewiesen. Auf der Box von Multibot wird damit geworben, das ultimative Megamonster zu bauen,
auch bekannt als Mega Beast. Und hier wieder die Box. Es ist zwar schade, dass man den Modulok in seiner Verpackung nicht sieht, aber auch die Box sieht super aus. Selbstverständlich gab es davon auch wieder etliche Ländervarianten. Zum einen die Eurobox mit dem Doppellogo und dem deutschen Schriftzug, ein unheimliches Wesen in immer neuer Gestalt. Dann gab es noch eine Eurobox mit dem magischen Sechssticker. Das war eine Promoaktion aus Deutschland. Dann die französische Box mit Doppellogo. Hier hieß Modulok Super Modulok. Dann die kanadische Doppellogo-Box. Die spanische Unilogo-Box. Und dann noch die argentinische Version von Top Toys auf regulärer Karte mit dem gelben Modulok-Sticker. Der berühmt-berüchtigte Green Limbs Modulok. Bei dieser Variante war ein Arm- und Beinpaar grün. Sicherlich eine der bekanntesten und begehrtesten Varianten. Selbstverständlich ist die Box auch auf den Seiten bedruckt. Hier unten sieht man nochmal das Cross-Sell Art. Auf der Seite Schriftzug Modulok. Und auf der anderen ebenso. Und natürlich gibt es auch wieder eine schön gestaltete Rückseite mit einer tollen Illustration. Modulok ist hier in verschiedenen Formen im Kampf mit einigen Evil Warriors zu sehen. Einmal gegen Whiplash, gegen Too-Bad und Jitsu und gegen Spycore. Des Weiteren sind natürlich auch wieder Actionbilder vorhanden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einzelteile leicht zusammenzustecken sind. Die Waffe ist ebenfalls teilbar und es lassen sich zwei voneinander unabhängige Kreaturen bauen. Dann ist Modulok in einer Vielzahl unterschiedlichster Verwandlungsformen abgedruckt. Die bizarrsten Wesen und alle 22 Einzelteile sind ebenfalls zu sehen. Und für die wilde Horde wird geworben und Hordak selbst ist auch zu sehen. Wieder einmal eine schön gestaltete Box einer genialen Figur. Definitiv einer meiner Favoriten unter den Horde-Charakteren. Modulok ist nur auf zwei weiteren Cardbacks zu sehen. Zum einen auf dem von Hordak. Die Horde macht sich auf den Weg nach Castle Grayskull. Und auf dem von Mantenna. Hier neben Leech. Selbstverständlich lag Modulok auch ein Minicomic bei. The Treachery of Modulok. Hier sieht Modulok noch wie die Konzeptzeichnung aus. In der Geschichte selbst ist Modulok ein ehemaliger Untergebener von Skeletor, der dem Herrn des Bösen entkommen kann und sich Hordak anschließt. Er hat einen Plan, Castle Grayskull zu infiltrieren. Da er sich komplett in seine Einzelteile zerlegen kann, schickt er seine Körperteile an die Heroic Warriors. Diese sind von den Teilen verblüfft. Sie lassen die Teile unbeaufsichtigt und Modulok setzt sich wieder zusammen und sorgt für mächtig Ärger. Modulok ist zwar Hordak untergeben, allerdings plant er auch, den Anführer der Horde eines Tages zu stürzen. Er erschafft Multibot nach seinem Bilde und obwohl Multibot zunächst die Heroic Warriors eliminieren soll, ist er auch darauf programmiert, Hordak auszulöschen. Das Vorhaben scheitert aber. Einen weiteren größeren Auftritt hat Modulok im Minicomic Escape from the Slime Pit. Er ist hier sogar auf dem Cover zu sehen. Hier hat er die Aufgabe, He-Man voll zu schleimen. Es geht aber nach hinten los. Im Mattel Style Guide wird Modulok zusammen mit dem Rest der wilden Horde vorgestellt. Es gibt allerdings auch noch eine separate Charaktervorstellung, gezeichnet von Errol McCarthy. Hier hat Modulok nur zwei Arme. Es wird gesagt, dass Modulok einst ein böser Wissenschaftler namens Galen Nykov war.
Er baute eine Maschine, während er im Gefängnis war, die ihm dabei half, der tödlichste Bösewicht auf Eternia zu werden. Modulok. Er hat sich Hordak und der wilden Horde angeschlossen. Der Filmation-Cartoon knüpft an die Darstellung aus dem Style Guide an. Hier heißt der Wissenschaftler allerdings nicht Galen Nykoff, sondern Galen Nycroft. Er ist hier ein brillanter Wissenschaftler, der dafür eingesperrt wurde, Eternia mit einer Maschine zur Gedankenkontrolle übernehmen zu wollen. Im Gefängnis baut er sich eine Maschine, die ihn in Modulok verwandelt. Er möchte sich den Evil Warriors anschließen, aber Skeletor betont, dass Modulok ein Versager als Wissenschaftler war und da auch ein Versager als Evil Warrior sein wird. Trotzdem nimmt ihn Skeletor bei den Evil Warriors auf. Modulok sieht Man-at-Arms als seinen Hauptfeind und begehrt dessen Intellekt. Er baut sich einen extra Kopf für sich selbst, in den er Man-at-Arms Intellekt übertragen möchte. Der Plan kann aber vereitelt werden. Der Princess of Power Cartoon knüpft an Modulocks Darstellung im Masters of the Universe Cartoon an. Modulok hat genug von der schlechten Behandlung durch Skeletor und verlässt Eternia durch ein Dimensionstor. Auf Etheria schließt er sich der Horde als Horde-Wissenschaftler an. Er wird jedoch zum Koch degradiert und versucht darauf, Hordaks Respekt wieder zu erlangen. Währenddessen agiert er meist als unabhängiger Bösewicht. Als Mitglied der Horde erschafft Modulok Multibot. Zudem kann er seine Arme in Waffen verwandeln. Modulok hat im Filmation-Cartoon drei Beine, eine lila Hose, einen grünen Gürtel und eine schwarze Zeichnung auf den Oberschenkeln. Auch die Brust und Hände unterscheiden sich von der Spielzeugfigur. Modulok hat auch einige Auftritte im US-Moto-Magazin und ist sogar auf dem Cover zu sehen. Ein tolles Kunstwerk von Earl Norum. Der Look basiert hier auf dem Filmation-Design. In einer Geschichte tritt Modulok an der Seite der Horde gegen die Evil Warriors und Skeletor in einer Partie Flashball um die Fright Zone an. Eine abgefahrene Story. In den Marvel Star Comics streiten die Köpfe von Modulok häufig miteinander. Dies ist eher untypisch für den Charakter und tritt eigentlich hauptsächlich bei Too Bad auf. Das Design ist hier an der Spielzeugfigur orientiert. In den Golden Books hat Modulok auch einen Auftritt. Genauso wie in den Lady Bird Büchern. Auch hier ist Modulok zu sehen. Auch in den UK Comics hat Modulok einige Auftritte. Und obwohl er hier ebenfalls ein brillanter Wissenschaftler ist, gibt es hier trotzdem eine etwas abgeänderte Hintergrundgeschichte. Er war ursprünglich ein humanoides Wesen namens Galen Nykoff aus einer fremden Welt. Er war ein Dieb und Gesetzloser und wurde schließlich von der intergalaktischen Law Agency gefangen genommen und auf Prison Star eingesperrt. Er kann entkommen und möchte sich ein Serum herstellen, das ihn mächtiger macht. Er wird allerdings bei der Herstellung abgelenkt und das unfertige Serum verwandelt ihn in Modulok. Kurz darauf kann Hordak die erneute Gefangennahme von Modulok verhindern und dieser schließt sich der wilden Horde an. Hier ist Modulok bei einem Armdrückwettbewerb mit Grizzlord zu sehen. In einer anderen Geschichte nimmt er zusammen mit Leech, Thaden und Duden gefangen, die später zu Extender und Dragster umgewandelt werden. Modulok ist auch in vielen weiteren Geschichten in den UK Comics zu sehen. Einige der Geschichten wurden einfach aus den eHarper Magazinen übernommen und ins Englische übersetzt. Selbstverständlich wurde in den UK Comics auch aktiv für die Horde geworben, wie mit dieser schönen Abbildung, die vom Style Guide übernommen ist. Modulok ist auch auf einem schönen Poster zu sehen. Er ist auch auf vielen weiteren Postern und Illustrationen abgebildet, wie auf dem bereits gezeigten Gemälde von Earl Norum. Und hier nochmal die Detailaufnahme im Filmation-Look. Dann auf einem Werbeposter für die Horde. Hier nochmal in Detailaufnahme.
dann auf den zwei Figurenpostern von William George, hier bei der Wilden Horde und nochmal im Detail und auf dem Eternia-Poster von William George als Megabeast. Auch hier nochmal die Detailaufnahme. Und dann noch auf zwei Postern aus den eHarper-Magazinen. Wobei das eine davon ein Spiel war. Wie bereits bei den UK Comics erwähnt, wurden einzelne Geschichten aus den eHarper Comics ins Englische übersetzt und erneut abgedruckt. Modulok kam in einigen Stories vor und konnte auch hier seine Gestalt verändern. Zudem konnte er Körperteile mit Multibot austauschen. Modulok kam auch in den deutschen Interpart Comics vor. Hier werden seine Gestaltwandlerfähigkeiten sogar noch erweitert. Hier wird die Horde auf der ersten Seite vorgestellt und natürlich auch Modulok. Er ist der dämonische Meister der Verwandlung und kann alle möglichen Formen annehmen, wie Insekten, Tiere, Monster und andere Charaktere. Und hier ist er gegen He-Man im Einsatz. Allerdings nicht sehr erfolgreich. Aber insgesamt eine schöne Darstellung des Charakters. In den deutschen Werbemagazinen ist Modulok ebenfalls mit von der Partie und wird wie der Rest der Horde im Magazin 186 eingeführt. Er wird als Monster der dämonischen Verwandlung vorgestellt und ist das unglaublichste Wesen in Hordax wilder Horde. Er kann sich in ein Insekt, Tier, Monster oder menschenähnliches Wesen verwandeln und auch zweiteilen. Er wird als schier unbesiegbar beschrieben. Hier vor der Fright Zone. Natürlich kommt er auch in einigen weiteren Werbemagazinen vor und sogar auf dem Cover der Ausgabe 286. Hier ist das Bild mit unzähligen Modulocks zu sehen, das sich bei mir ins Gehirn festgebrannt hat. Sieht einfach super aus und fand ich auch schon als Kind faszinierend. Hier gegen den Bashosaurus im Einsatz. Wirklich ein tolles Bild. In den Europa-Hörspielen wird Modulok sogar eine gesamte Folge gewidmet, und zwar die Nummer 21, Dämon Modulok. Er bekommt hier eine völlig eigenständige Herkunftsgeschichte. Das doppelköpfige Monster kann nur durch den geheimnisvollen Ring des Magiers Glostophos kontrolliert werden. Zunächst besitzt Hordak den Ring, er gibt ihn aber an Skeletor weiter. Als Skeletor den Ring verliert, verschwindet Modulok wieder im Erdreich. Insgesamt eine super Folge, die ich schon als Kind sehr mochte. Offenbar findet Skeletor aber auch andere Wege, Modulok zu kontrollieren, da dieser auch weiterhin auf Skeletors und Hordaks Seite kämpft. Er wird aber nie mehr als so gefährlich und unbesiegbar wie in der Folge Dämon Modulok dargestellt. Vielleicht auch, weil der Ring verloren wurde. Es wird nicht erwähnt, wie Modulok genau nach Eternia gekommen ist. Hordak erklärt lediglich, dass Moduloks Weg von Dämonen und Magiern bestimmt wird. Hier ein tolles Bild von Lutz Schmierenbach, auch bekannt als Deimos, das eine Szene aus dem Hörspiel zeigt. Modulok selbst berichtet, dass er zwei Wesen in einem ist und redet von sich immer in der Mehrzahl. Seine Stimme, gesprochen von Manfred Schermutzki, ist mit einem Echo ausgestattet. Er kann sich im Kampf teilen und als zwei Kämpfer auftreten. In Folge 23, die Zauberrüstung, spricht er dann aber in der Ich-Form. Er fängt zudem den Drachen für Skeletors Rüstung ein, indem er aus dem Boden hervorschießt. Bereits in Folge 21 kann er sich durch die Erde wühlen und Tunnel graben. Skeletor überlegt noch, ob sich Modulok nicht nach Castle Grayskull graben könnte. Leider wird der Plan nicht weiter verfolgt.
Es kommt in der Folge auch noch zu einem brutalen Kampf zwischen Two-Bit und Modulok, der von Skeletor beendet wird. Laut Skeletor ist Modulok eifersüchtig auf Two-Bit, da er das einzige doppelköpfige Monster sein möchte. Und hier noch eine grandiose Darstellung von Modulok von Simon Soltau. Es stellt eine Szene aus Folge 29, das ewige Feuer, dar und sieht einfach absolut genial aus. So muss ein furchteinflößendes Monster aussehen. Und nun folgt ein großer Sprung ins Jahr 2014 zu den Masters of the Universe Classics. Selbstverständlich darf Modulok hier auch nicht fehlen. Er ist, wie die Vintage-Figur auch, in einer Box verpackt. Das Artwork ist an die Vintage-Verpackung angelehnt und toll von Axel Jimenez gestaltet. Modulok ist in vielen Gestalten zu sehen. Und in der Mitte der Box noch einmal in groß. Und hier alle Zeichnungen in einem Bild. Sind wirklich die krudesten Gestalten. Die Figur selbst sieht genial aus. So muss ein furchteinflößendes Monster aussehen. Die Bemalung ist sehr gut gelungen mit dem Blackwash auf dem roten Körper. Und die zerteilbare Maschinenpistole darf natürlich auch nicht fehlen. Es lassen sich wieder die abgefahrensten Monster bauen. Einfach nur genial. Die Box ist natürlich auch an den Seiten bedruckt. Hier oben mit der Charakterzeichnung. An den Seitenrändern ist lediglich der Schriftzug und das Masters of the Universe Classics Logo zu finden. Und selbstverständlich gibt es auch wieder eine Rückseite der Box mit einer Charakterzeichnung, die auch auf der Vorderseite zu sehen ist. Sieht wirklich super aus. Zudem werden weitere Figuren beworben. Dies sind passend Horde-Charaktere. Und Rattlor, der ja im Princess of Power Cartoon auch bei der Horde war. Selbstverständlich gibt es auch wieder eine Biografie und ein Actionbild. Der wahre Name ist Galen Nykoff, wie im Mattels Style Guide. In der Bio wird erzählt, dass Nykoff aus dem Trisolarsystem stammt und wegen wissenschaftlichen Verbrechen gegen die Galaxie auf Prison Star eingesperrt wurde. Eine schöne Hommage an die UK Comics. Er sollte dort sogar exekutiert werden, baute sich aber zuvor ein Gerät, das ihm ermöglichte, seinen Körper in weiterhin von seinem Bewusstsein durchdrungene Einzelteile zu spalten. Er entkam in mehreren Kisten und wurde nach Horde World geliefert. Seither kann er sich selbst in unzählige verschiedene Formen zusammensetzen, was auch den Hordeführern nicht entging. So wurde er zum Cheftechniker von Hordak. Modulok nimmt am ersten Ultimate Battleground teil, bevor er mit dem Rest der Horde nach Despondos verbannt wird. Als die Horde tausende Jahre später aus Despondos entkommt, ist Modulok der Wissenschaftler der Horde. Nachdem er sich im Kampf verletzt, baut er Multibot als Verstärkung und findet heraus, dass er sich mit ihm zum Ultra Beast zusammenschließen kann. Viele Jahre später kehrt Modulok als Teil des Ultra Beasts zurück und dient dem Unnamed One im dritten Ultimate Battleground. Nachdem Castle Grayskull zerstört wird, findet Modulok den gefangenen Geist von Horde Prime, aber scheint ihn nicht an den Unnamed One weiterzugeben. Teile der Biografie finde ich ganz gut, aber an manchen Stellen will sie einfach zu viel und zu viele Kanons in einem vereinen. Die Figur selbst jedoch ist großartig und sollte in keiner Masters of the Universe Classic Sammlung fehlen. Auch in den modernen Comics von DC ist Modulok vertreten, einmal sogar auf dem Cover. Und hier auf einigen Panels. Eine schöne Darstellung, wie ich finde. Super 7 hat im Rahmen der Club Grayskull Line die Filmation-Version von Modulok herausgebracht. Die Figur ist in der tollen Grayskull-Box verpackt und orientiert sich am Filmation-Look. Leider ist die Figur mit dem überdimensionalen Halsteil und zwei Köpfen verpackt. Da Modulok im Cartoon eigentlich fast immer nur mit einem Kopf zu sehen ist, ist die Entscheidung schwer nachvollziehbar und für Mock-Sammler suboptimal.
Ansonsten sieht die Figur nämlich toll aus. Das Design ist super, auch wenn die Bemalungsdetails cartoongetreu reduziert sind. Als Zubehör sind extra Wechselhände dabei. Modulok hat drei Beine wie im Cartoon und die schöne schwarze Zeichnung an den Oberschenkeln. Hier sieht man nochmal die Hände. Dann sind noch zwei weitere Zubehörteile dabei. Und zwar aus dem Filmation Cartoon ein seltsam anmutender Blaster und ein riesiger Hammer. Hier die Szene aus dem Filmation Cartoon. Für mich zwei ziemlich unnötige Zubehörteile. Sieht einfach irgendwie seltsam und unpassend aus, auch wenn es natürlich cartoongetreu ist. Selbstverständlich hat die Box auch wieder eine Rückseite und dort zu sehen, wie immer, die Charakterzeichnung. Modulok hat hier den Zweitkopf in der Hand. Im Hintergrund ist die Filmation Fright Zone zu sehen. Die Zeichnung ist wie immer absolut gelungen. Auch eine Biografie darf nicht fehlen und die ist natürlich am Filmation Cartoon orientiert. Insgesamt eine wirklich schöne Figur. Wie gesagt, leider ist das Halsteil etwas zu groß geraten, aber ansonsten sieht er super aus. Modulok kam auch in der Reaction Line von Super 7 heraus. Das Design ist am Filmation Cartoon orientiert und es gab zwei Versionen, jede mit einem anderen Kopf. Zudem gab es noch zwei Versionen mit zwei Köpfen, einmal im Filmation Look und einmal im Toy Look. Die Karte ist an der klassischen Vintage Karte orientiert mit dem Horde-Symbol. Und dann gab es noch den Green Limbs Modulok, als Hommage an die Variante von Top Toys. Und damit neigt sich das Review zum Modulok auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Und wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.